Alter, was geht ab, Leute? Homie, ihr seht's, Max und Monday, wir haben natürlich wie immer eine Box am Start. Dazu kommen wir aber gleich noch. Erstmal, pushen. Und das wird nicht lange dauern, denn, ja, seit dem neuesten Update, ihr wisst, wir können einfach direkt auf Max pushen. Ich blende hier mal den Screen ein. Es war Safari-Zone, Liverpool. Wir haben leider von der Safari-Zone keinen 100er bekommen, deswegen maxen wir heute keinen 100er Relikant. Obwohl das nicht unmöglich war, mit einem gewissen Trick, aber ich bin leider nicht auf diesen Trick gekommen. Aber andere Sachen haben wir immer noch im Repertoire, dass wir noch maxen können. Unter anderem dieses Alola Raichu hier. Habe ich lange gejagt. Ich habe immer noch keinen Shiny, aber endlich einen 100er bekommen. Aus dem Raid offensichtlich. So, hier seht ihr es. Hier kann man einfach entscheiden. Und man kann auch direkt sehen, wie hoch das wird für PvP und sowas. Hier 1470 wäre das höchste. Und auch die Staub- und Bonbon-Kosten. Und hier können wir einfach direkt auf das Maximum. Das Level 20, dementsprechend 225.000 Staub und 248 Bonbons. Und Max WP wäre 2286. Yeah. Ziemlich low, aber das ist mein erster direkt Instant Push. Und möchtest du? Ja, möchte ich. Instant Push! Okay. Glaube ich, Mann. So schnell geht das jetzt mit den Max und Mondays. Und wenn wir schon dabei sind, dann auch noch ein anderes Alola-Pokémon. Was war das nochmal? Ah ja. Den hatte ich auch lange gejagt. Jetzt beim Oster-Event aus der Quest endlich bekommen. Ba-bam! Hier können wir auch direkt mal Instant Push machen. Der ist aus der Quest dementsprechend ein bisschen teurer. 21.400 teurer. Instant Push! Hallo? Instant Push? Tschu! 3014, war das der richtige Jahr? Okay. Mehr Hammer für heute leider nicht am Start. Das waren die zwei. Ich hätte noch einen Alola Dicta, aber da fehlen noch die Bonbons. Abgesehen davon ist es dann auch schon Zeit für Gen 5. Außer wir kriegen 100er Illumis demnächst. Da ist ja dieses Event am Start. Dann können wir noch Illumis und Volbeat maxen, bevor es dann losgeht mit Gen 5. Ah ja, und noch eine kurze Sache. Ich habe gestern ein Video hochgeladen. Mein erster Stop ist durchgekommen nach 10 Monaten. Jetzt fragen sich ein paar Leute, hä, Hom, du hast doch einen Homestop. Ja, der wurde aber über Ingress erstellt und das hat ein Zuschauer für mich gemacht. Mein eigener persönlicher Stop, den ich selber eingereicht habe, der ist endlich nach über 10 Monaten durchgekommen. Und seitdem sind es auch schon 4, glaube ich. 4 von 6. 2 sind abgelehnt worden und 4 sind durchgekommen. Also momentan geht es ab. Viele neue Arenen, dies, das, die ich auch noch auf Gold bringen muss. Also ein bisschen was zu tun. Und Mugat hat mir auch heute geschrieben, einer von 3 ist durchgekommen. Das hatten wir letztes Jahr im März eingereicht. Durch Ingress, das war also vor 13 Monaten. Und jetzt gab es endlich Rückmeldung. Das heißt, heute Abend kommt auch nochmal hier die Straße runter. Ein neuer Stop ist ein Spielplatz. Und ich habe gestern im Video gefragt, yo, wisst ihr, was da los ist, was, ob da irgendwas geändert wurde und so. Viele haben geschrieben, wegen Coronavirus. Oh, jetzt habe ich das Wort gesagt. Puh. Die meinten halt, ja, jetzt haben viele Leute Zeit und bewerten viel. Aber die Quarantäne ist ja schon länger und die Leute haben eigentlich schon länger Zeit, aber dass es jetzt so krass abgeht, ist ja erst seit kurzem, also das macht nicht wirklich Sinn von der Timeline her. Hat mir ein Zuschauer geschrieben, Grüße gehen raus an Aki, auf Reddit. Und zwar, tatsächlich hat Niantic da was geändert und ältere Sachen haben jetzt anscheinend Priorität und die haben da ihr System, ihre Struktur ein bisschen geändert, was offensichtlich jetzt Sinn macht. Schön, dass sie über ein Jahr dafür gebraucht haben, aber besser spät als nie. Und ja, ich bin fleißig am Einreichen. Ich habe gestern alle meine 14, also 2x7, Einreichungen, Nominierungen verbraucht. Freue mich bereits auf die nächsten in 13 Tagen und dann schauen wir mal, was hier so in der Gegend abgeht. Auch andere sind bisher fleißig hier unterwegs und hier und da mal ein neuer Stop. Der eine einsame Stop auf der Panzerwiese ist jetzt eine Arena geworden. Also auch hier geht es ein bisschen ab. Ich freue mich. Ein bisschen Action. Endlich. Auf jeden Fall Zeit für die Box. Grüße gehen raus an Luches. Link ist in der Beschreibung. Und falls ihr mich und den Kanal unterstützen wollt, gebt gerne einen Like, einen Kommentar, ein Abo und aktiviert die Glocke. Was wir jetzt mit den Zuschauerfragen machen, weil ich habe ja immer während des Pushens Zuschauerfragen jetzt beantwortet in letzter Zeit. Vielleicht machen wir dafür ein eigenes Format. Ask.com oder so, bringen wir zurück. Oida, Negan oder was?
Negan, Walking Dead, kein Kommentar. Ich habe die Serie aufgehört zu schauen, aber ich habe wieder Bock und jetzt, an der Zeit, fange ich vielleicht wieder an. Ja, was soll ich sagen? Kein Kommentar. Auf jeden Fall Walking Dead. Kein Kommentar, weil ich Asiate bin und wir wissen alle, was Negan mit dem Asiaten gemacht hat in Walking Dead. Falls ihr es nicht wisst, Spoiler. I want to believe. Was ich gelernt habe, ist, diese Telefonzelle ist von... Oh Mist, jetzt habe ich den Namen vergessen. Doctor Who, genau. Kingdom Hearts, sogar. Actionfigur. Nice, nice, nice. Coole Sache. Süßigkeiten. Oh ne, das ist keine Süßigkeit, schade. Ja, einfach ein Ghostbusters-Kopf, aber ich kenne keine Figur außer Ghostbusters, außer Slimer. Und Magnet. Oh, Magnetset. Geil, 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 geil. Weil ich habe eine Magnetwand, Whiteboard, wo ich meine Aufgaben und dies, das immer aufschreibe, Infos, einfach alles, was mir so einfällt. Oh, geil, 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 geil. Oh, perfekt, Mann. Richtig. Manchmal gibt es echt geile Sachen da drin. Deswegen kann ich es nur empfehlen. Oh, geil. Hihihihi. Da freue ich mich. Das war's von mir, Leute. Und wahrscheinlich dem letzten Max Up Monday. Ich habe keine Ahnung, wie ich den nächsten Max Up Monday machen soll. Ich meine, das Pushen geht jetzt so schnell. Schreibt gerne noch, in die Kommentare, was ihr heute gemacht habt. Hashtag Max Up Monday. Ja, aber es geht so schnell. Ist natürlich super mega praktisch und man spart so viel Zeit, aber für die Max Up Monday ist, klar, ich kann es halt immer noch langsam machen, aber ja, ist natürlich, muss nicht sein, wenn man es jetzt halt so schnell machen kann. Ich werde mir was überlegen. Das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Views ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.